Einzug in die Arena. 8000 begeisterte Fans in der Passauer Nibelungenhalle feiern ihren bayerischen Superstar. Gleichzeitig ein paar Kilometer entfernt in Vilshofen tritt der Berliner Superminister an. Anpfiff zum Fernduell. Er ist der schlechteste Kanzler aller Zeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Also ehrlich gesagt, mir ist auch lieber, er ist gegen den Kanzler, als wenn er selbst einer wäre, meine Damen und Herren. Wo sind die Programme? Wo sind die Alternativen zur Politik dieser Bundesregierung? Im Bundesrat haben Sie ja jetzt die Mehrheit. Wir haben sie Ihnen überlassen, damit Sie ein bisschen trainieren können, meine Damen und Herren. Steuererhöhungen werden bezeichnet als Steuervergünstigungsabbaugesetz. Besser wäre das Steuervergünstigungsabbaugesetz ein Schröder-Misswirtschaftsbeendigungsgesetz. Das brauchen wir. Paris, Berlin, Moskau, Peking. Diese Achse, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann doch niemals an die Stelle des NATO-Bündnisses treten. Diese Achse könnte doch nicht unsere Sicherheit und Freiheit und unseren Wohlstand garantieren. Von deutschem Boden muss Frieden ausgehen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es so überaus wichtig und deshalb bin ich glücklich und auch ein bisschen stolz, einer Bundesregierung anzugehören, deren Bundeskanzler in so eindeutiger Weise dafür eintritt, dass mit allem, was wir können, versucht wird, einen Krieg im Irak zu verhindern. Wenn ich mir die Welt so anschaue, dann könnte ich mir vorstellen, dass es gut wäre, wenn auf der ganzen Welt mehr Närrinnen und Narren wären, die nicht darauf anlegten, andere niederzumachen. Dem Volk aufs Maul schauen, ihm aber nicht nach dem Munde reden. Das erwarten die Menschen von uns. Nun, andere wichtige Ereignisse des Tages in aller Kürze und die hat Caroline Hamann für Sie. Bei einem neuen Bombenanschlag in Israel sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 40 wurden verletzt. Der vollbesetzte Bus war unterwegs auf einer Hauptverbindungsstraße in Haifa. Durch die Wucht der Detonation wurde das Dach abgerissen. Experten...